Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe heute ein ziemlich wichtiges Thema für mich und ich glaube auch für einige von euch. Deswegen zuhören, es geht wirklich um was Wichtiges. Ich hoffe, einige von euch verstehen so meine Bedenken bei dem Thema. Es wird um Montana Black gehen und sein Twitch-Kanal, beziehungsweise um das, was er da mittlerweile jede Nacht präsentiert. Ich habe mir es jetzt seit ein paar Tagen mal angeguckt und bin etwas angewidert, um ganz ehrlich zu sein. Wir fangen am besten ganz vorne an. Ich habe ein paar Statements von ihm dabei. Ich habe ein paar Videoausschnitte von ihm dabei und von dem, was da passiert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht ein bisschen die Pflicht habe, darauf mal hinzuweisen, dass irgendwas dort nicht ganz so funktioniert, wie das irgendwie den Anschein machen soll. Für die, die es jetzt noch nicht wissen, Montana Black, ich glaube der größte deutsche Twitch-Streamer mit im Schnitt 30.000, 40.000 Zuschauern live, ich glaube knapp 20.000 Abonnenten auf Twitch, die natürlich auch alle Geld da lassen, genug Spenden und allem, also der Junge ist nicht arm oder sowas, hat eine Drogensucht hinter sich, eine Alkohol- und Drogensucht, das heißt er war koksabhängig damals, hat eine schwere Kindheit gehabt, alles mögliche, jeder der Fan von ihm schon so lange ist, der kennt die ganze Geschichte. Grundtenor des Ganzen, er war süchtig, ist immer noch zigarettenabhängig, das sind einige von uns, das sehe ich jetzt nicht als Riesenproblem, sondern bei ihm war immer das Problem Glücksspiel, Koks, Alkohol. Koks und Alkohol hat er anscheinend soweit überwunden, jetzt macht er aber in seinen Livestreams nachts Werbung für ein Online-Casino, das heißt La Palingo. Was das für ein Casino ist und was das für ein Problem damit ist, da kommen wir gleich drauf. Dieses Online-Casino bewirbt er, indem er live dort spielt. Und er hat auch schon angegeben, er hat einen Werbevertrag mit denen. Das heißt, er profitiert von denen genauso, wie sie von ihm profitieren. Das sind 40.000 Leute, die sich nachts immer angucken, wie er mit Einsätzen pro Dreh von 25 bis ungefähr 100 Euro teilweise Online-Casino spielt. Und die meisten seiner Zuschauer werden ungefähr halb so alt sein wie er, vermute ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass man das, was man als Vorbildfunktion eigentlich hat, so dermaßen ausnutzt, um noch mehr Geld nachher zu machen. La Palingo ist ein Unternehmen, er sagt immer wieder, das ist staatlich geprüft. La Palingo ist ein Online-Casino. Online-Casinos sind in Deutschland seit vielen Jahren verpönt, im Prinzip verboten. Es gibt immer noch offene Rechtsstreits, also ich musste mich da auch wirklich in viele Sachen einlesen, um jetzt keinen Schwachsinn zu erzählen. Und ich muss auch wirklich sehr aufpassen, also nur eine klare Aussage, weil ich habe keine Lust auf eine Unterlassungsklage und mich da mit ihm jetzt auch groß auseinandersetzen zu müssen. Ich weiß nicht, ob es Betrug ist oder nicht. Ich habe nur das Gefühl, und das sollte man zumindest einmal so erwähnen. Es gab jetzt verschiedene Vorwürfe, dass wenn er dort spielt, er kassiert teilweise extrem viel. Er sagt immer, ist ja klar, weil er bei hohen Einsätzen spielt. Das ist aber auch irgendwie falsch, weil die Gewinnwahrscheinlichkeit sollte immer dieselbe sein. Ob ihr mit 10 Cent spielt pro Dreh oder mit 50 Euro pro Dreh. Die Gewinnwahrscheinlichkeit, das heißt RTP, also Return to Player, die Wahrscheinlichkeit, wie viel von dem Einsatz an den Spieler zurückgeht, bezeichnet das im Prinzip, sollte bei jedem Slot zwischen 97% und 99% liegen. Was das natürlich heißt, das Casino gewinnt am Ende immer. Das ist so eine Grundregel. Und klar, es gibt Leute, die melden sich einmal an, verzocken 10er und gewinnen 100 und spielen nie wieder. Das ist aber die Ausnahme. Die meisten bleiben da oder sagen, okay, ich habe einen 10er verdattet, aber im nächsten 10er gewinne ich wieder. Spielsucht ist ein gefährliches Thema, Leute. Und einige Menschen davon sind in ihrer Existenz schon gescheitert, haben alles verloren, was sie hatten. Und Monte macht im Prinzip nichts anderes, als Geld damit verdienen. Er zahlt 1.000 Euro ein, das werde ich euch jetzt hier auch gleich einmal einblenden, wie er das selbst erklärt. Ich arbeite mit dem Casino zusammen, was einige Leute noch nicht richtig verstanden haben. Ich habe aktuell noch keinen Vertrag mit denen unterschrieben, man hat sich geeinigt, das heißt, der Vertrag entsteht gerade. Das heißt, ich habe bis jetzt aber noch keinen Vertrag unterschrieben. Nichtsdestotrotz habe ich von denen einen Bonuscode bekommen, das heißt, ich lade also einen 500% Bonuscode. Das heißt, ich lade mit 1.000 Euro beispielsweise aus eigener Tasche auf, kriege 500% nochmal oben drauf. Das heißt, ich habe dann 6.000 Euro zum Verspielen oder halt zum Zocken, wie man es nennen möchte. Man muss dazu aber sagen, dass ich diese 6.000 Euro mir dann nicht beispielsweise direkt auszahlen könnte. Das heißt, ich habe einen Mindestumsatz, den ich mit diesem Geld erzielen muss. Ihr habt es gehört, er zahlt 1.000 Euro ein und bekommt dafür zum Verspielen das Fünffache, also 500%. Wenn ihr seht, dass der 6.000 Euro da auf seinem La Palingo-Konto hat, dann ist das folgendermaßen. Er hat 1.000 Euro eingezahlt,
in seinen Account mit Lapalingo, wo er diesen Werbedeal hat. Er sagt, Vertrag ist noch nicht unterschrieben, aber wir sind sich schon einig. Jeder von uns kann sich ja jetzt selbst ausmalen, was das heißen soll. Und kann 5.000 Euro verspielen. Und er kann sich das Geld nicht einfach so auszahlen lassen, dann wäre es ja Schwachsinn. Dann zahlt er 1.000 Euro ein, bekommt 5.000, spielt zweimal für 10 Euro und lässt sich dann 5.000 auszahlen. Er muss das Dreifache von diesem Betrag verspielen oder umsetzen, um, wenn was übrig ist, sich das auszahlen zu lassen. Es gab einige Vorwürfe von einigen Seiten, da blende ich euch mal kurz was ein. Risiko. Egal was passiert, er geht mit diesem Deal nicht mit Minus raus. Ich kann viel spielen mit wenig Verlust. Ja, ich spiele so gesehen mit Free Credit, genau richtig. Letztens. Die gehen davon aus, dass der Account von ihm manipuliert ist. Das ist jetzt gefährlich. Monte selbst sagt, ist ja gar nicht möglich. Ich werde ja, beziehungsweise Lapalingo wird ja vom deutschen Staat überwacht und kontrolliert von der hier ansässigen Glücksspielbehörde. Das ist falsch. Lapalingo hat den Firmensitz auf Malta. Malta gehört zwar zur EU dazu, nichtsdestotrotz, auch EU-Gesetze werden natürlich in den EU-Ländern möglichst umgesetzt, aber Malta ist ein Steuerparadies für viele Menschen, für viele Betrüger, für Neureiche, die da ihre, die ja versuchen, weil es ein Steuerparadies ist, irgendwie am Fiskus, also am der Finanzbehörde vorbeizuarbeiten. Malta ist nicht so seriös, wie er sich das jetzt gerne einreden würde oder wie er versucht, sich das seinen Zuschauern irgendwie ordentlich und klar zu machen. Deshalb in Deutschland prüft niemand, was mit Lapalingo passiert. Weder die Finanzbehörde, noch die Steueraufsicht, noch irgendjemand. Lapalingo ist ein ortsansässiges Unternehmen mit Firmensitz in Malta. Und auch die Drehroulettes, die da drinnen sind, werden nicht von Lapalingo an sich gesteuert, sondern von externen Anbietern. Das heißt, es ist sehr, sehr verwogen, das Ganze. Und ich habe gestern meinen Selbsttest gemacht und habe mich dort mal angemeldet, um zu gucken, wie einfach ist es, wenn ich mich da anmelde, habe ich irgendwie eine Möglichkeit, was zu gewinnen? Wie wird kontrolliert, wie alt ich bin? Glücksspiel ist ab 18, Leute. Und ein bisschen schockiert das Ganze. Anmelden ist super einfach. Jeder von euch kann sich da anmelden. Egal, ob er 10, 12 oder 18 Jahre alt ist. Ihr werdet nach einer E-Mail gefragt, nach einer Adresse. Ich habe eine Fake-Adresse angegeben. Das war überhaupt kein Problem. Ich habe ein Fake-Alter angegeben. Ich habe gestern angegeben, ich bin 99 Jahre alt. Das wurde auch nicht kontrolliert. Und dann könnt ihr 10.000 verschiedene Möglichkeiten nehmen, um da einzuzahlen. Es geht PayPal, PaySafe-Karte, EC-Karte, Mastercard, Visa-Karte. Es gibt alle Möglichkeiten, die man sich irgendwie ausdenken kann. Dann habe ich gestern 10er aufgeladen und habe 23 Euro gewonnen nach 4-5 Mal Spielen. Ich habe irgendwie immer auf 1 Euro gespielt. Und dachte mir, okay, jetzt hast du für den Versuch ein bisschen was gewonnen. Kann natürlich sein, dass man am Anfang da ein bisschen was gewinnt. Das passiert überall, egal ob gefaked oder nicht. Und wollte mir es auszahlen lassen. Und so einfach es ist, sich einzuzahlen mit seinem Geld, so schwierig wird es plötzlich, dass man sein Geld wiederbekommt. Ihr müsst ein Perso fotografieren und einschicken. Ihr müsst eine Bestätigung eurer Wohnadresse einschicken. Da gingen dann irgendwie noch Dokumente für Steuer. Und also ihr habt... Es dauert 10 Sekunden, sich anzumelden und loszuspielen. Und es dauert 50 Minuten, bis man alles eingestellt hat und alles zugeschickt hat und bis es kontrolliert wurde in Sachen Auszahlen von dem, was wir gerade gewonnen haben. Geschäftspraktiken, so bei Casinos, kennt man bei Online-Casinos so zumindest. Deshalb gibt es in Deutschland auch keine mehr. Und ich bin mehr als nur schockiert, um ganz ehrlich zu sein, dass sich Monte da hinsetzt, vor 40.000 Leuten eine gewisse Vorbildfunktion hat und nur mit der Ausrede kommt, er ist nicht dafür verantwortlich, was andere machen. Dann hat er den hirnrissigen Vergleich gebracht, dass er ja auf FIFA gespielt hat und da die FIFA-Spieler gekauft hat, über die FIFA-Päckchen, wie man das nennt. Natürlich ist das auch eine Art Glücksspiel, weil man nicht weiß, was man bekommt. Aber das Glücksspiel, indem man ein Online-Casino bewirbt, im Gegensatz dazu, dass man nicht das Online-Casino bewirbt, sondern bei FIFA Packs aufmacht, ist für mich ein riesiger Unterschied. Und natürlich raucht er auch in seinem Stream. Das ist vielleicht nicht großartig, aber er macht Werbung für ein Online-Casino, mit dem er offensichtlich einen Werbedeal hat und selber schon angegeben hat, folgendes: Ich kann bei dem Ganzen nicht verlieren. Also, bei aller Liebe, Leute, klar, ihr könnt euch den weitergeben, ihr könnt euch das weiter angucken. Er macht sowieso, was er möchte. Ich habe aber das Gefühl, dass er A, vergessen hat, welche Funktion er mittlerweile einnimmt. Bei 40.000 Zuschauern jeden Tag oder jede Nacht, die ihm zuschauen. 40.000 ist eine verdammt große Menge, Leute.
Ich habe das starke Gefühl, dass Geld dort wieder bei einem Charakter bewirkt hat, dass sich der Charakter einfach komplett ändert. Ich verfolge Monte im Prinzip relativ seit dem ersten oder zweiten Jahr, nachdem er bei YouTube angefangen hat. Da war das noch ganz schön klein alles, als er wirklich noch im Kampf gegen seine Sucht war, und habe den wirklich immer geschätzt, weil von so einer Drogen- und Alkoholsucht wegzukommen und darüber offen zu reden und eine schwierige Kindheit zu haben und das alles zu überstehen, da muss ich Respekt zollen, das ist nicht einfach. Aber was er mittlerweile macht, ist, finde ich, eine absolute Frechheit, und es riecht nach Betrug, um ganz ehrlich zu sein. Es wird vom deutschen Staat nichts kontrolliert, es kann nicht kontrolliert werden. Er hat einen Werbedeal mit einem Online-Casino. Er hat letztens 28.000 Euro gewonnen und sagt, ja, das passiert halt, wenn man unglaublich viele Glückssträhnen hat und mit unglaublich hohen Einsätzen spielt. Irgendwie, wenn ihr euch das abends oder nachts mal anguckt, geht er immer mit Gewinn raus. Der hat jetzt öfter mal schon 1.000 oder 2.000 eingezahlt. Er bekommt aber von diesem Online-Casino knapp 10.000 zum Verspielen, wenn er 2.000 einzahlt. Mit 10.000 könnt ihr die 2.000 extrem einfach wieder reinholen. Profitiert natürlich das Casino und Monte davon. Jeder von euch wird irgendwie dann, oder jeder von seinen Zuschauern wird sich irgendwann überlegen, dann, ah, ich melde mich mal an und ein 10er und 5er. Monte wird mit Sicherheit Kohle dafür kassieren, dass die Leute sich da anmelden. Er wird irgendeinen Umsatz kassieren, den das Casino einnimmt und alles Mögliche. Ich würde euch ganz stark davon abraten, dort mitzumachen. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es Betrug ist. Es riecht danach. Das ganze Ding ist faul. Ich habe da so meine Probleme. Ich wollte das gerne irgendwie einmal hier raushauen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich so meine Worte weise gewählt habe, denn eine Unterlassungsklage kann da relativ schnell eingereicht werden. Da sind einige YouTuber immer sehr eigenartig, um ehrlich zu sein. Ich werde das weiter beobachten. Da gibt es so einige Probleme, Leute. Ich werde euch mal ein, zwei Videos unten verlinken, die das Ganze irgendwie thematisiert haben. Und lasst eine Bewertung da, haut gerne einen Kommentar raus. Was haltet ihr davon? Ist es Betrug oder nicht? Für mich riecht es danach. Hundertprozentig sagen kann ich es nicht, aber die ganze Geschichte ist schon mehr als eigenartig und komisch, um ganz ehrlich zu sein. Schaut selbst rein, macht euch ein eigenes Bild. Ich wollte nur zumindest einmal darüber gesprochen haben, und ja, ich bin raus, haut rein.